Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei Car Race. Mein Name ist Kamal Afso. Heute haben wir einen italienischen Tag. Der Stelvio mit 510 PS gegen den Alfa Romeo Giulia Quattrofoglio. Mit 620 PS bin mal gespannt. Allrad gegen Heck, beide ohne Launch. Das wird wahrscheinlich beim Start eher für den Stelvio ausgehen. Allerdings bin ich mal gespannt, was wir beim rollenden Start machen. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein italienisches Rennen, was wir auch so in der Form noch nicht hatten. SUV gegen Limousine. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das irgendwie schon hinbekommen werde. Ich bin mal gespannt. So. Vielleicht kann ich ein bisschen früher starten, mal gucken. Solange es keiner auffällt. Und das so schneiden, dass das keiner sieht. Okay, ich bin bereit. 'Bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, dass da erst war der Start gut, dann kam nichts mehr und dann doch wieder ein bisschen zu viel. Das war nichts. Das muss ich mal nochmal machen. Ich bin bereit. Ready. Alter. Jetzt bleibe ich aber dran, jetzt komme ich. Boah. Hat er sich selber gewundert. Beim rollenden Start werde ich ihn auf jeden Fall packen. Da geht kein Weg dran vorbei. Absolut. So, wir gehen rüber zum Rolly 50. Also ich bin so, ja, so ab 140, 150 bin ich echt gut hinterhergekommen. Das war, ich weiß gar nicht, ob er jetzt vor war oder ich, aber ich denke mal, das Spannendste in dem Fall ist einfach aus dem Grund, weil er auch Allrad hat, ist jetzt mal Rolly 50 zu gucken. Die Profis würden sagen, ja, das macht der Giulia sowieso, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie groß der Unterschied ist. Das ist immer das Wichtigste. Ist der Unterschied wirklich groß oder ist es knapp, dass vielleicht der Giulia gewinnt, ist wahrscheinlich klar. Sei mir mal hingestellt, aber wie groß ist der Unterschied, das ist entscheidend. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, um ehrlich zu sein. Sieht so böse aus, ey. Böse, böse, böse. Und go. Ah, jetzt sieht man doch schon den Unterschied. Doch, so groß, ey, hätte ich nicht gedacht.
hätte ich nicht gedacht, dass es doch so groß ist. Oh, dieser Alpha, der marschiert so unfassbar, ey. Wirklich gut, ey. Wirklich gut. Und los. Na, das hat er selber geschaltet. Kann doch nicht sein, ey. Einfach selber geschaltet. Gleichzeitiger Start. Hä? War gleichzeitig oder war ich? Der hat einmal selber runtergeschaltet. Du musst den selber schalten, besser. Meinst du selber schalten lassen? Nee, nee, selber machen. Ne? Ja. Hast du jetzt Automatik gemacht? Ja. Hab ich versucht, sehe eben auch beim ersten. Ne? Bei Rolling ist besser, weil der schaltet dann, der schaltet zu früh hoch, du bist zu langsam. Da geht der in den dritten. Dann schaltet er wieder runter. Ja, genau, ja, genau. Problem. Du musst schon im zweiten sein. Du musst dann aber auch auf manuell lassen. Manuell. Darfst nicht auf D, ja. So, Leute, das war das italienische Monster-Duell. Die beiden Brüder aus dem Hause Alfa Romeo. Mein Name ist Kamal Abs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns gerne was in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, bis bald. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.